Hallo und willkommen zu Let's Play Command & Conquer Tiberian Sun mit mir alle Wochen 90. Wir waren letztes Mal hier stehen geblieben und zwar sind wir in der vorletzten Mission. Huch, mit Escape komme ich eigentlich nicht raus, stimmt ja. Ja, wir sind in einem Sturm drinne und ich glaube, die Mission war kacke. Ich bin mir gerade nicht sicher. So, wir müssen natürlich uns ein bisschen verteidigen. Ich hoffe mal, dass ich mich relativ gut und schnell auch aufbauen kann. Ich hoffe, dass meine Walkers nicht instant kaputt gehen. Ja. Schauen wir mal, was wir hier so erreichen können. Da haben wir auch den Sturm. Man sieht halt immer schön, dass ich weiß gar nicht, ob wir dann irgendwann nachher auch einen Energieabfall oder sowas haben. Ich weiß gar nicht, was es nachher war. Irgendwas war's. Irgendwie geht uns das Level noch gehörig auf den Sack. Ich weiß aber nur nicht mehr wie. Danke. Ekelhaft. Ekelhaft in diesem. Ja. Wir werden natürlich dauerhaft belagert. Das ist natürlich für uns relativ kritisch. Und bitter. Wir müssen uns so schnell wie möglich Türme holen mit den RGB-Werfern. Wir gehen hier mal ein bisschen weiter nach vorne. In der Hoffnung, dass die auch bald mal schnell kaputt gehen. Die habe ich jetzt einfach da oben so ein bisschen zum Erkunden hingeschickt. So. Kann ich dich da unten? Da kann ich dich platzieren. Wir haben halt immer noch nichts. Ich glaube, die werden aber nicht großartig irgendwas machen. Guck mal, dass hier unten irgendwo was ist. Bau abgeschlossen. Zack. Neue Baumöglichkeiten. Ich weiß nicht, wo er hinfährt. Keine Ahnung. Es hat sich eben so angehört, als ob irgendwas angegriffen wird. Ich weiß aber nicht, was. Bau abgeschlossen. So, wir holen uns erstmal zwei Basistürme und da sind die RGB-Werfer. Das sind die, die ich halt haben möchte. Ein dahin, ein dahin. Klar, das ist halt jetzt extrem doof. Super. Da haben wir eine Artillerie. Bombastisch. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Gut, der Sammler hält es natürlich aus. Das ist jetzt kein Problem. So, zack. So, man sieht eigentlich, wie stark der RGB-Werfer ist. Nichtsdestotrotz auch unsere Kontrahenten hier sind nämlich auch gerade nicht wirklich von schlechten Eltern. Bau abgeschlossen. Zu wenig Energie. Hier oben können wir vielleicht nochmal hin. So, wir brauchen Energie. Das heißt, wir hauen uns erstmal ein paar Turbinen hier oben drauf. Bau abgeschlossen. Nein, kein Silo. Ich brauche halt immer noch Erz, das ist mein großes Bau Problem. Abgeschlossen. Waffenfabrik, alles schön und gut, aber solange ich kein Erz habe, ist es für mich doof. So, ich hoffe mal, die beiden sollten eigentlich ausreichen. Die haben eine relativ große Range. Ich hoffe mal, dass das relativ okay ist, falls... Na gut, ich glaube nicht, dass die... Ja, wird sich zeigen. Ich werde mal eine Waffenfabrik schon mal anbauen. Anfangen zu bauen, in der Hoffnung, dass es hier vielleicht Erz oder sowas gibt. Das ist Erz. Ist das blaues Erz? Tiberium? Wenn es blaues ist, wäre natürlich sehr geil. Hier unten haben wir die Artillerie. Ja, ist okay. Ich weiß halt nicht, wie weit ich hier mit mir jetzt vorgehen kann. Ich werde mal abspeichern. Wir haben zwar unsere beiden verloren, nichtsdestotrotz. Wir haben heute übrigens den 3.4. 17:14 Uhr. Also in der vorletzten Mission sind wir. Natürlich wird es hier ein bisschen länger dauern. Ich kann jetzt auch nicht vorspulen. Das ist halt so das Dumme. Wir haben ja gerade gespeichert. Hallo. Wer bist denn du? Okay. Nein, 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 nein. Nicht überfahren lassen. Ihr seid doch so dämlich, alter Junge. Okay, interessant, dass wir... Okay, gut, dass wir... Einsatz speichern, das nehmen wir so mit. Also wir haben gerade zwei Artilleries ausgeschalten. Oder Artillerien, oder wie auch immer. Und das nehmen wir so mit. Trotzdem möchte ich hier noch ein bisschen weiter erkunden. Weil das ist ein bisschen mickrig. Das ist extrem mager, was wir da haben. Haben wir hier oben noch irgendwas? Ich brauche mehr Erz. Naja, Erz nicht. Tiberium. Unten. Hier unten könnte vielleicht noch was sein. Vielleicht durch eine Artillerie gedeckt. Ich weiß es nicht. Wird sich auf jeden Fall zeigen. Ich glaube nicht, dass hier noch großartig irgendwas ist. Vielleicht hier rechts weiter. Ich lasse die aber trotzdem hier mal stehen. Nicht, falls die da nochmal irgendwie angeschissen kommen.
Ich will auf jeden Fall die Artillerie hier unten erstmal kaputt machen. Ich denke mal. Ich werde wahrscheinlich auf Werwölfe gehen. Oh, hier gehen wir auch direkt auf Teizen. Weil wir haben nicht wirklich viel Erz, ne? Beziehungsweise, was habe ich denn mit Erz, mit Tiberium? Wir sind ja nicht in Red Alert. Kodiak müssen wir mal ein bisschen reparieren. Frisst uns natürlich auch alles Geld. Er braucht natürlich immer ein bisschen, bis er da irgendwas schafft. Da ist jetzt nichts. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwie mehr ist. Und so wie es aussieht, ist es auch blaues eher Tiberium. Also so ist es halt nicht. Wir kommen halt schon einen Meter damit weit. Aber ist halt überhaupt nicht viel, ne? Oh, das ist halt echt bitter. Es ist halt nicht wirklich viel und damit sollen wir haushalten. Na gut, dann weil... Die Artillerie müsste weg. Der soll hier nochmal scouten, in der Hoffnung, dass hier vielleicht nochmal so ein kleines Fleckchen wie hier ist. Glaube ich aber nicht. Einen Moment. So, bin ich wieder. Weiter geht's. Konnte ich natürlich jetzt nicht weiterlaufen lassen. Und wurde mal angerufen. Und dann noch kurz hier und da was gemacht. So. Ja, unsere Base sieht natürlich gerade sehr, sehr mager aus. Und wir müssen auf jeden Fall uns ja, neue Quellen erschließen. Ich hoffe wirklich mal, dass hier unten, weil der hier so lang geplant ist, dass diese Artillerie ein riesengroßes Tiberium-Vorkommen schützt. Hoffe ich. Ich weiß es halt nicht. So. Ach nee, GK. Ohne Geld kann ich noch nicht mal reparieren, ne? Boah. Und Schluck auf nebenbei ist scheiße. Und die Blitze, die da runterkommen, ja, die können mein Ding ins kaputt machen. Ich hoffe mal, dass ich das hier hinbauen kann. Weil ich weiß nicht, wenn da unten eine Artillerie steht, dann werden sie hier hundertprozentig auch irgendwo eine Artillerie zu stehen haben. Deswegen würde ich ganz gerne hier irgendwie weiterbauen. Neue Baumöglichkeiten. So. Perfekt. 500. Die Frage ist jetzt, mache ich jetzt einfach eine schnelle Rush-Einheit, um halt die auszuschalten, weil die sind schon relativ schnell, ne? Wenn ich davon ein paar hab, sind halt 300 Ersparnis. Bei dem wenigen Geld, was wir halt zur Verfügung haben, würde ich halt sogar fast auf Masse statt Klasse gehen mit den Werwölfen. Aber den Titans halt auch nicht schlecht, ne? Aber die Titans sind halt so bockenlangsam, dass die Artillerie halt sehr viel Impact haben kann. Na komm, bauen davon mal ein paar. 500, 2500 muss ich da jetzt erstmal sparen und mit 5 werde ich wahrscheinlich definitiv nicht angreifen. Wir werden nochmal speichern. Wie gesagt, es ist jetzt noch einige Zeit vergangen. Wir haben eigentlich uns ganz gut geschlagen. Ne, komm, wir gehen auf Adler 2. Adler GI möchte ich noch nicht überspeichern. Klar, es ist nur der Anfang. Einheit bereit. Nichtsdestotrotz würde ich es halt hier erstmal noch immer noch als clean Spielstand behalten. Ich kann auch nicht sagen, hey, pass auf, ich verkaufe das Ding. Ich weiß nicht, ob sie von unten weiter angreifen oder von hier, I don't know. Daher ist es für mich sehr fraglich, ob ich halt die Türme verkaufen soll oder nicht. Man hat auch schon gesehen, dass die in den vorherigen Missionen viel mit den Helis arbeiten, mit den Venoms, vielleicht sogar noch mit dem anderen komischen Stealth-Bomber oder was auch immer, wie sie die hier heißen. Ich weiß gar nicht, wie sie in Tiberian Wars heißen, also in Tiberian Wars 3. Nee, komm mal, Tiberian Wars 3. Doch, ich glaube, so hieß es. Also im dritten Tiberio-Krieg. Wir sind ja jetzt im zweiten Tiberio-Konflikt. Das ist ja der erste Teil mit dem ersten Tiberio-Konflikt. Den kommt ja hier, Tiberian Sun und danach Tiberian Wars. Natürlich alles bei mir auf dem Kanal. Mir fehlt im Endeffekt von C&C aktuell nur noch Tiberian Sun Not, Firestorm, ein oder beide Seiten. Ich weiß nicht, ob man da beide Seiten spielt oder nicht. Das kommt auf jeden Fall auch noch relativ frisch. Dann fehlt mir noch Red Alert 3 komplett mit Uprising, Renegades und Twilight. Also viel fehlt mir an C&C nicht mehr, um es halt zu komplettieren. Und das wird und soll natürlich auch komplettiert werden. Jetzt auch nochmal, weil wir gerade so ein bisschen am Bauen sind. Ich weiß, es mag der eine oder andere halt vielleicht nicht.
jetzt diese ganze Base-Building, aber das gehört meiner Meinung nach mit dazu. Ansonsten könnte ich halt einfach nur schreiben, so zusammencutten, hey, pass auf, guck mal hier, ich baue jetzt auf, kurzer Zwischenschnitt, so sieht meine Basis aus, hey, pass auf, das sind meine Einheiten. Ich räume die Karte soweit frei, ich fahre hin, hier ist die Basis, ich mach platt, mach da dann nochmal einen Vorlauf. Innerhalb von 5 Minuten ist die Mission durch und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Dann brauche ich gefühlt 10 Parts, hat es ja im Endeffekt auch keinen Sinn. Deswegen das in meiner Meinung nach immer ein bisschen mehr Uncut. Klar, viele Sachen sind dann, wenn ich neu spielen muss oder sowas, tue ich dann halt rausnehmen, wenn ich nachspielen muss. Oder wenn es halt wirklich komplett safe für mich ist, dass ich den Dingens dann hochziehe. Keine Ahnung, wo die hinwollen. Dass ich dann da dementsprechend die Zeit halt hochdrehe. Das ist natürlich sehr unlucky. Ich wollte eigentlich da hinten hin. Das geht mir nämlich langsam zur Neige. Das ist doof. Ich will die 5 auf jeden Fall haben. Ich muss natürlich auch sehr, sehr dicht an die Dingens ran, an die Artillerie. Vielleicht könnte es auch mit 7 reichen. Aber schon. Aber so mal kurze Projekt-Preview. Jetzt läuft ja GDI. Noch, ich weiß nicht, vielleicht läuft zu dem aktuellen Zeitpunkt sogar auch oder wieder von meiner Freundin Dreamfall. Da müssen wir auch nochmal wieder einen Aufnahmetermin machen oder finden, wenn sie mal wieder Bock hat, das Game weiterzumachen, weil da sind wir eigentlich auch relativ gut auf der Zielgeraden. Klar, es wird noch ein bisschen dauern, es werden noch ein paar Parts da kommen. Nachfolgeprojekt, wo wir beide wieder was machen. Das ist ja ein Game, wo sie selbst spielt. Ich kommentiere noch ein bisschen mit dazu, dass es ein bisschen lustig ist. Aber dann wird es auf jeden Fall wieder ein Koop-Spiel geben, wo dann beide zusammen was machen. Und ja, nichtsdestotrotz, nach GDI kommt wahrscheinlich dann vielleicht Mafia 1. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich denke mal Mafia 1 Remastered wird dann da kommen. Freue ich mich schon sehr drauf, dass ich auch mal Mafia jetzt endlich denn mal bringen kann. Ich speichere gerade mal ab, um halt mal anzugreifen, in der Hoffnung, dass vielleicht ich mit 5 Werwölfen die Artillerie hier kaputt machen kann. Mal schauen. Ich laufe mal so dicht wie möglich ran, weil in einem bestimmten Kreis hat sie halt keine Wirkung. Genau, dann kommt wahrscheinlich Mafia 1 Remastered, dann gibt's die Not. Dann gibt's, ich weiß gerade gar nicht, was es denn gibt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit verloren. Na gut, werden sie schon hinkriegen. Einheit verloren. Na? So. Und das ist jetzt ein Kreis, wo sie halt nicht rankommen. Das ist aber wichtig, dass ich hier ein bisschen kriege. So, ihr geht mal dahin. Ja, die liefern sich da ein gutes Battle. Und da haben wir wirklich ein bisschen Tiberium. Sehr, sehr schön. Genau, jetzt GDI, dann wahrscheinlich Mafia 1 Remastered. Dann Tiberium Sun Not. Ich kann neu laden. Alter, ich kann halt wirklich neu laden. Und das Neuladen dauert sehr lange. Ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Es ist eine sehr interessante Mission, weil ich darf nicht laden, weil dann stürzt das Spiel ab. Beziehungsweise das Spiel stürzt nicht ab, das komplette Bild ist grisselig. Und das ist jetzt keine Ahnung, wie viel der Versuch. Auf jeden Fall baue ich jetzt einen Titan. Ich habe hier unten den Turm verkauft, um mir 2 Grenadiere zu holen. Er geht da nochmal sammeln und das zum letzten Mal. Ich habe eben schon mal hier ein bisschen, erkundschaftet. Hier ist an sich nichts. Hier stehen 2 Cyborgs drauf. Und hier oben stehen 2 Artillies drauf. Wenn man das Stückchen hier aufdeckt, ballert die dann auf unsere Dingens drauf. Auf unsere Tiberium-Raffinerie. Hier weiter zu erkunden würde ich nicht empfehlen. Keine Ahnung. Weiß nicht, was Not da für ein Problem hatte. Auf jeden Fall haben sie ein Problem gehabt, dass ich da hingegangen bin. Und die haben mich einfach komplett überlaufen. Keine Ahnung, 4 Tarnpanzer, glaube ich, waren es. Die sie da genommen haben, um mich da auszurotten. Ist natürlich sehr, sehr bitter. Zudem kamen hier auch 3 Flammenpanzer raus. Die haben natürlich meine komplette Infanterie geschrottet. Und jetzt muss ich
eigentlich hier unten hin und die Dinger da kaputt machen. Die Frage ist halt nur, wie, ja, mit dem Titan in Kombination mit den Werwölfen versuche ich da jetzt ein bisschen was aufzubauen. Ich habe überlegt, was ich mit meinen 1000 Dollar mache und ich wollte erstmal in den Titan rein investieren. Das kann eine ekelhafte Mission werden. Wir sind halt permanent unter Beschuss. Wir können uns eigentlich nicht so ausbreiten, wie ich es ganz gerne hätte. Hier ist halt schon wieder komplett kritisch angesagt. Das Ding ist